So, der Marco wird jetzt den Einsatzbefehl geben. Im Realfall würden Sie jetzt über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle anrufen und die Leitstelle würde entsprechend dann die zuständige Feuerwehr alarmieren. Das macht der Marco jetzt über volles Freiverhalten. Und jetzt hat er den Befehl zum Absitzen gegeben. Marco, kannst du mir gerade sagen, was ihr jetzt erkundet habt? Ja, erkundet ist, dass der Befehl im Vollbrand steht. Der Grundkörper gibt jetzt den Befehl, zum Handbegehren nach Hause zu gehen. Ich mache dir jetzt gleich gut zu lernen. Ich beeile mich mal. Anlage schnell runter, Florian. Verteile einige B5 Meter in diese Richtung. Angriffsgruppe, erstens sich raus und Handbekämpfung vor. Also sehen, das Ganze ziemlich zackig hier. Der Einsatzbefehl war hoffentlich gut zu verstehen. Kannst du mal kurz erklären, Marco, was jetzt hier geschieht? Ja, die einzelnen Trupps wissen jetzt genau, was sie zu tun haben beim Wetterangriff. Die sind drei Trupps und der Teil. Wir haben den Angriffstrupp, ein Wassertrupp ist zu laufen. Der Angriffstrupp, den ist gut auch nicht zu sehen, geht direkt hin. Ich gehe mal kurz zur Seite, dass wir ihn auch wissen. Optimal abgemischt werden.
Bereich von unserem Brettbahncontainer macht eine sogenannte Riegelstellung. Das heißt, das Feuer hat auch gar keine Möglichkeit, überhaupt weiter auf die anderen Objekte überzufallen. Riegelstellung war schon da oder war sie beide? Der Gruppenführer hat jetzt die Aufgabe, immer wieder die Lage neu zu beurteilen. Für uns sieht es von hier aus einfach aus, wenn das Feuer aus wäre, aber in der Realität ist es begrenzt noch. Und solange hält der Gruppenführer den Löschangriff aufrecht. So, sehen kann der Betrieb am Gruppenführer, was er hat. Der Gruppenführer erkundet. Marco, kurze Frage an dich. Was hat der Kundenführer jetzt mit dir zusammen erkundet und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Nach den Löscharbeiten haben wir jetzt geguckt, ob noch Flammen oder generell Brennen noch vorhanden sind. Es ist noch vorhanden, deswegen hat er den Boden für den dritten Druck jetzt beauftragt, den restlichen Flammen Anführungszeichen mit zu kaufen. Also Sie sehen, alles was jetzt hier abläuft, wird koordiniert durchgeführt. Bei der Feuerwehr kann jetzt einfach jeder machen, was er möchte. Wir haben ganz klar unsere Ausbildungsvoraussetzungen. Sie sehen, das Brandgut wird jetzt durch einen Druck auseinandergezogen. So, ich darf jetzt in unserer Mitte.